Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Rise of the Tomb Raider mit Lara Croft und mit Trantec am Mic hier. Lara fasst sich gerade an den Kopf, wie sie so dumm sein konnte, hier nach Syrien zu reisen, schätze ich mal so. Ja, und wir machen hier heute weiter. Vielen Dank auch nochmal für eure Comments und eure Likes im Voraus. Und ja, dass ihr das Projekt so schön unterstützt, genau. Und Lara fällt hier schon wieder. Noch leicht angeschlagen von dem Unfall, den wir letztes Mal hatten. Der Typ, der uns verraten hat. Und wir sind jetzt in Syrien. Ist doch etwas in Dads Aufzeichnung. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Aha. Und wir klettern uns hier mal so ein bisschen zurecht. Bisschen à la Uncharted 4. Da, was ist nun? Hast keine Lust mehr? Da geht's nicht weiter, müssen wir hier rum. Jawohl. Komm. Hoch mit dir. Irgendwas ist hier. Wow, was für ein Bild. Rise of the Tomb Raider ist eines der anspruchsvollsten Spiele für die PlayStation 4 Pro. Und hier kann man auch sehr gut sehen, was das die Pro für eine Rechenpower hat. Könnte es das wirklich sein? Auch wenn ich ein großer Uncharted 4-Fan bin, kommt das mit dieser Spielgrafik nicht mit. Unglaublich. Das ist eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen, aber dieses Wort... Hier ist es. Dad hatte recht. So. Okay, hier ist er. Bei sowas wie Wunderheilung. Dads Notizen erwähnen das auch. So, schon eine ganze Weile her, dass ich das Intro gespielt habe. Ich muss erstmal wieder zurechtfinden hier. Oh, hier ist auch noch was. Er führte seine Anhänger durch die Wüste zur Oase. Und hier scheint es weiterzugehen. Ein geheimer Eingang. Wow. Unglaublich. Wenn Dad das nur hätte sehen können. Finden Sie einen Weg ins Grab des Propheten. Oh, 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 oh. Hier wird, das sieht wieder nach einer Menge Kletterarbeit aus. Na? No. Eieieiei. Okay. Und der blöde Hubschrauber-Imbus darf natürlich auch nicht fehlen.
shit. Oh, oh. Oh nein. Sie sind schon hier. Oh. Ich muss. Oh. Oh, shit! Das war eine glatte... Obwohl, ich habe mich eigentlich festgehalten. Ah! Ach, das war schon zu früh. Ich habe zu früh gesprungen. Momento. Jawohl! Das hat geklappt. Jawohl! Hier zerbricht aber auch immer alles. Ah, was machst du denn? Rüber. Wieso springt die denn nicht? Muss ich da hoch? Nee. Ich muss da doch rüberspringen. Die andere Seite. Ja, geht doch. Und hier rüber. Nein! Das hat nicht gelangt. Okay. Boah, wie schnell die lädt, das ist ja unfassbar. So, jetzt muss ich Anlauf nehmen hier. Komm her. Wow! Siehste. Jetzt noch weiter, weiter, weiter. Ja, jetzt kannst du springen. Kannst du darauf? Ja, da kannst du rauf. Sehr schön. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten und sein Volk erbarmungslos. Bis oh er sie mein in Gott. Ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Da müssen wir jetzt rüberspringen. Ach du Scheiße. Nein, das war falsch. Oh oh. Entschuldigung, Lara. Ah, wieder von hier, okay. Ist aber auch. Die Steuerung ist unfassbar präzise hier. Muss aufpassen. Okay. Komm rüber da. Jawohl. Und wieder rauf. Nein, was machst du? Ah. Solltest doch nicht rüber, du solltest da hochgehen. Ach. Bisschen tricky hier. Okay. Jawohl. Halt dich fest. So, jetzt muss ich hier, genau. Sie muss rüber gucken und dann geht das auch. Und jetzt, du sollst da hochgehen, genau. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Shit, wo muss ich denn da jetzt überhaupt... Hält sie sich da drüben fest? Oh mein Gott. Oder muss ich hier irgendwo rein? Nee. Also ich hätte jetzt mal getippt, dass ich von da oben irgendwie springen muss. Ja, kann ja gar nicht anders sein. Oder muss... Ach, ich muss hier hoch. Alles klar. Ich muss da gar nicht rüber. Ah, wir haben's. Ist das nicht schön? Wow, mit dem Blaulicht, das sieht wirklich klasse aus. Sich doch von so einem Skelett nicht erschrecken lassen. Ui, in den Mund gekrochen. Uah. Du geh weiter. Hier gab es einen Kampf. Bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Der Trinity-Orden. Ist hier irgendwas zu mitzunehmen? Hier ist was.
hier etwas? Mein Sohn, der Trinity-Orden hat erfahren, dass die Anhänger des Propheten ein großes Grab bauen, bei einer Oase außerhalb Berias. Noch beunruhigender ist, wir dachten, dass sie das Grab für ihren Propheten bauen. Aber Trinity glaubt jetzt, dass er noch lebt. Offenbar predigt er seine Irrlehren den Einheimischen und gewinnt mit Geschichten seines Sieges über den Tod täglich mehr Anhänger. Er ist ein Lügner, ein Ketzer, der Wunder beansprucht, die nur Gott vollbringt. Du hast geschworen, er sei tot. Hast du uns getäuscht? Der Prophet, ermordet durch den Trinity-Orden. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier überall so ein bisschen in die Ecken reinzugucken. Verdammt, das war echt knapp. Okay. Kleine Stück. Nee, ist nix. Okay. Sie sprengen sich den Weg frei. Fast wie bei Uncharted. Da rutscht jetzt auch ständig jemand ein. Wow! Okay. Mal gucken, wo es hier weitergeht. Ha! Ist hier noch was mitzunehmen? Nee. Wie muss ich da hochkommen? Oh. Wow, crazy. Okay, ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gelaufen, wie es aussieht. Ja, das habe ich schon angeguckt. Ich glaube, ich muss da raufspringen, ne? Oder? Ah nee, ich muss das Ding abschießen. Genau, dann kann ich auf das Floß rauf. Der Weg war ja schon nicht schlecht. Boah, die arme Lara, die ist auch immer nur vom Dauerpech verfolgt. Unglaublich. Crazy.
zur obersten Etage der Hauptkammer. Mhm. Da komme ich nicht rauf. Ah, wie war das denn nochmal? Muss ich hier auch wieder Wasser reinlassen vielleicht? Ich glaube ja, ne? Genau, ich muss da irgendwie weiter Wasser, das mit Wasser auffüllen. Jetzt steigt der Wasserspiegel und dann müsste ich ja eigentlich gleich hochkommen. Genau, steigt das Wasser. Ah ja, da oben irgendwas war mit diesem blöden... Kommt, steigt das Wasser? Genau, ich muss da irgendwie jetzt erstmal hoch. Irgendwie müsste ich da ja jetzt hochkommen. Da komme ich noch nicht hoch. Wie sie sich immer den Zopf macht, das ist so genial. Da komme ich nicht hoch. Hm. Wie war das denn noch gleich? Da komme ich auch noch nicht hoch. Auch nicht. Ja, wie war das denn noch? Ach, da hinten, ne? So. Erstmal hier rauf. Genau. Dann kann ich darauf springen. Ach, das macht sie noch nicht. Macht sie noch. Ach, Moment. Muss ich da auch wieder was? Ja, das ist auch klar. Ah, ja, geht doch. So, jetzt steigt schon mal das Wasser. Muss ich dich hier irgendwo lang? So. Jawohl. Da hätte ich... Okay. Wow. Komm, hoch, hoch, hoch. Sauber. Verdammt. Sie sind fast drin. Wow. Und darüber. Okay. Das war knapp. Das war knapp. Okidoki. Jetzt kommen wir wieder zu dem Problem hier. Ich muss da, glaube ich, irgendwie hinten ran springen, ne? Irgendwie war das doch was. Da war doch irgendwie was. Na, was machst du denn? Rüber jumpen.
Spring. Irgendwie war da noch, ja, hier hoch. Irgendwie was? Nee. Das Wasser muss steigen. Naja, ich weiß, ich weiß. Okay. Rätselpartie. Ah, wie war das denn noch, Mensch? Der geht hin. Ich muss doch irgendwo hier hoch, ne? Ah! Ja. Ich glaube, das hat schon gelangt. Hier ist noch ein Relikt. Mein Herr, was Sie sagen, ist unmöglich. Ich selbst trieb einen Speer ins Herz des Propheten. Ich sah ihn sterben. Ohne Zweifel haben seine Leute jemand anderen in seine Robe gesteckt, um die Lügen weiter zu verbreiten. Sie sind gebrochen, diskreditiert und verbrannt. Wir ziehen nach Süden und erledigen den Rest seiner Leute. Aber der Prophet ist tot. Das schwöre ich. Aha. Da kommt wieder einiges auf uns zu, meine Lieben. Und wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Meine Lieben, ich bedanke mich bei euch wie immer fürs freundliche Zuschauen. Wir machen hier einen ganz gepflegten Cut. Und wir sehen uns in der nächsten spannenden Folge wieder. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann eben nicht. Haut rein und ciao.